So, und wir schauen jetzt auf die, die permanent für uns arbeiten und doch überhaupt nicht geliebt werden, und zwar die Bakterien. Die Welt würde ja ohne sie nicht funktionieren. Es gäbe keinen Sauerstoff, keine fruchtbare Ackerkrume, keine ordentliche Verdauung und natürlich auch keinen Tropfen Wein oder Bier. Bakterien sind die wahren Herrscher des Planeten. Und jetzt sollen sie auch noch den Stephansdom in Wien retten. Das Wahrzeichen Wiens, der Stephansdom, ist ein besonders schönes Beispiel der Gotik. Außergewöhnlich ist auch, dass die Kathedrale zur Gänze aus weichem Kalkstein errichtet wurde. Doch die Industrialisierung hat Spuren hinterlassen. Schwarze Gipskrusten verunstalten das einst helle Bauwerk. Die Folge von 100 Jahren saurem Regen. Dadurch wird der Kalk des Steines in Gips umgewandelt. Und der Gips, den man sich als weiße Masse vorstellt, der bindet den Schmutz sehr gut und überzieht den Stein mit dieser schwarzen Kruste, die den Stein auch schwächt in seiner Struktur und auf lange Sicht zerstören kann. Die schwarze Gipskruste ist also nicht nur unschön, sondern gefährdet auch die Sicherheit der Kathedrale. Denn geschädigte Steine drohen herunterzufallen. Gleichmäßige Kalksteinflächen werden daher von einer spezialisierten Firma mit einem Sandstrahlgerät gereinigt. Doch diese Reinigungstechnik hat Grenzen. Denn der Sandstrahler kann den weichen Kalkstein angreifen. Und für die filigranen gotischen Verzierungen ist sie nicht geeignet. Der Stephansdom besteht in den größten Teilen aus einem sehr porösen Gestein, aus einem chemisch reaktiven Gestein. Das ist ein Kalkstein mit hohem Bornanteil. Und das heißt, in die Poren zieht sich das Wasser, hat dort eine lösende Wirkung. Je höher die Luftverschmutzung, desto aggressiver das Wasser auch. Und damit wird der Stein auch unter der Kruste oder gerade unter der Kruste sehr geschwächt. Eine dicke schwarze Kruste überzieht dieses florale Zierelement des Stephansdoms, genannt Krabbe. Hilfe für das kleine Kunstwerk könnte aus dem tschechischen Städtchen Litomyšl kommen, dem Geburtsort des Komponisten Friedrich Smetana. Nahe des mittelalterlichen Stadtkerns ist die Fakultät für Restaurierung der Universität Pardubice beheimatet. Heute bekommen die tschechischen Experten Besuch aus Italien. Zwei Mikrobiologinnen von der Universität Mailand stellen eine neue biologische Methode zur Steinrestaurierung vor. Das sind Bakterien, die in der Natur vorkommen, vor allem wo es Sulfate gibt. Sie benötigen für ihr Wachstum Schwefel, der typischerweise in anaeroben Umgebungen vorkommt. Die Idee ist, dass wir natürliche Mikroorganismen verwenden, die sich auch in der Natur von Schwefel ernähren und dann dasselbe auf der Oberfläche der Monumente machen. Es ist alles wie in der Natur und das ist sehr nachhaltig. Die italienische Forscherin zeigt ihrer tschechischen Kollegin, wie man mit der Biotechnologie diese Krabben des Wiener Stephansdoms behandelt. Francesca Capitelli hat dieses Carbogel entwickelt, mit dessen Hilfe die schwefelfressenden Bakterien einfach auf Denkmäler appliziert werden können. Zunächst hatte man kleine Gesteinsproben in Nährflüssigkeit getaucht. Das war nicht sehr praktikabel. Je nach Dicke der Kruste wirken die Bakterien unter der Plastikfolie einige Stunden lang ein. Es wäre wieder eine weitere Möglichkeit, wie man diese Prozesse nicht in den Griff kriegen, aber wie man die Lebenszeit von Steinen ein bisschen verlängern könnte. Und es wäre eine sehr gute Chance, auf, sag mal, sanfte und grüne Weise die Gipsschichten zu reduzieren oder einen Reinigungseffekt zu erzielen. Im Gegensatz zu mechanischen oder chemischen Methoden greifen die Bakterien den Stein nicht an. So sieht die schwarze Gipskruste im Elektronenmikroskop aus. Und hier das Carbogel mit den stabförmigen Bakterien. Sie heißen Desulfovibrio vulgaris. Im Jahre 2005 hat die italienische Forschergruppe am Mailänder Dom das Potenzial der schwefelfressenden Bakterien in der Praxis getestet. Im Gegensatz zu Vergleichsproben hat das Carbogel die schwarze Gipsschicht viel besser entfernt.
Die Technik funktioniert auch bei Marmor, ebenfalls ein Kalkstein mit hoher Dichte. Das ist eine Gesteinsprobe vom Mailänder Dom vor und nach 3 Carbogel-Applikationen für jeweils 15 Stunden. Auch bei Michelangelos Pietà Rondanini wurde der Sockel mit den Bakterien gereinigt. Mikroorganismen können sogar noch mehr als reinigen. In diesem Fall ist es auch eine Möglichkeit, für calciumcarbonathaltige Materialien einen Weg zu finden, um sie effektiv zu festigen. Weil in der Konservierung, Restaurierung geht es nicht nur rein um die Effektivität, aber auch um Technologien, die da auch für die Zukunft, für den Stein oder für das Objekt keine Gefahr darstellen. Das sind Bakterien, die in der Natur auf Kalkstein leben. Sie können neues Calciumcarbonat bilden und so das Gesteinsgefüge festigen. Biokonsolidierung heißt diese Alternative zur chemischen Festigung. An der Universität Pardubice wird getestet, wie Flüssigkeiten, die unterschiedliche chemische Verbindungen in Nanogröße enthalten, langfristig auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit reagieren. In einem neuen Forschungsprojekt wollen die Wissenschaftler Nanotechnologie mit Bakterienfestigung kombinieren. Die Bakterien produzieren Kristalle, die die gleiche Beschaffenheit wie der Stein haben, auf dem sie wachsen. Sie können immer größere Kristalle produzieren, bis diese in der Lage sind, die Lücken im Stein zu füllen. Und das festigt den Stein. Bis die steinfestigenden und schwefelfressenden Bakterien tatsächlich die Verzierungen des Stephansdoms vor dem Verfall retten, muss noch weitere Forschungsarbeit geleistet werden. Inzwischen wird die schwarze Kruste zunächst mit Zellstoff aufgeweicht und mit einem Skalpell und einem Mikrosandstrahlgerät oder einem Laser vorsichtig entfernt. Was unrettbar zerstört ist, wird von den Mitarbeitern der Dombauhütte originalgetreu rekonstruiert und ersetzt. Seit hunderten Jahren arbeiten die Steinmetze mit mittelalterlichen Werkzeugen und Arbeitstechniken, um den Stephansdom zu erhalten.